Ja. Geht los, ja. Also ich sehe jetzt nicht das, was ich normalerweise sehe, oder? Doch, das ist alles wunderbar, du kannst starten. Aber ich sehe da, deinen Monitor da nicht. Brauchst du nicht, das ist hier, das ist was du siehst. Okay. Alles Liebe. Gut. So, guten Abend, liebe Zuschauer. Wie immer aufregend mit der Technik im Vorfeld schon mal wieder, aber der Cheat hat es Gott sei Dank wieder geschafft. Also es ist ja die Technik, die fordert uns ja doch immer wieder ganz schön heraus. Aber jetzt hat es geklappt und ich hoffe, ihr hört mich alle und könnt mich auch alle sehen. Und erstmal ganz, ganz herzlich willkommen. Freue mich sehr, die Cornelia ist auch wieder da. Die hilft mir wieder heute. Hallo. Wir wollen gerne unsere Erfahrungen heute, die wir bei unserem letzten Retreat gemacht haben, mit euch teilen. Unter anderem eben auch unsere Erfahrungen wieder mit dem Untersberg, der ja mittlerweile uns sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Und ich sage jetzt mal ganz provokant, ich glaube, wir ihm auch. Wir sind ja jetzt schon viele Jahre immer wieder zu ihm gewandert, weil er uns so im Herzen berührt. Und das letzte Mal waren wir ja am 22. Dezember 2012 mit einer recht großen Gruppe oben. Es war ganz toll, es war eigentlich wunderbar, war gesperrt bis eigentlich zum 21. Wir durften am 21. gar nicht hoch. Und eben an diesem 22. hatten wir natürlich die Jungfräulichkeit des Schnees da oben, also die kristalline Energie in ihrer reinsten Form, und wir haben die ersten Footsteps ins neue Äon gesetzt, ganz symbolisch auf dem Untersberg. Er hat sich so mittlerweile als eine Brücke herausgestellt, also was wir jetzt praktisch im Oktober erfahren haben, noch in neuen Informationen. Aber ich glaube, ich wollte vorher noch ganz kurz erzählen, dass der Untersberg, dass wir am Untersberg eigentlich die Gesamtvernetzung aller Monolithen dieser Erde, die wir bereits aktiviert hatten zwischen 2005 und 2012, also es wurden alle miteinander kurz geschlossen, wie man das so nennt, und ein Megalithengitternetz, also sprich ein Gitternetz von sehr alten Informationsträgern, also das heißt, dass die Megalithen Trägerbewusstsein haben oder Informationen aus der alten Zeit noch tragen, das wurde jetzt vernetzt, und in dieser Weiterführung, die es jetzt ja geht, in diesem neuen Äon, das wir ja mit dem 22. Dezember eigentlich auf dem Untersberg mit einläuten durften, also wir durften ja da eine wunderbare große Lichtverankerung mit vielen, die extra von überall angereist gekommen sind, machen. Und damit begann jetzt dieser neue Zyklus des Vortex der Göttin. Also die weibliche Zeit hat begonnen, das weibliche Äon. Und das heißt, dass wir jetzt lernen dürfen, unser Herz mit unserer rechten Gehirnhälfte zu verbinden. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge, die wir jetzt lernen dürfen oder die wir zu lernen haben, damit wir in der Lage sein werden, mit diesen neuen und hohen Frequenzen, die jetzt zunehmend stärker auf diese Erde einströmen, ich glaube, das merkt mittlerweile auch jeder, einfach kompatibel zu werden. Und ich gebe jetzt mal an die Cornelia, weil die hat sich sehr gut vorbereitet und ich bin mal gespannt, was sie mir für Fragen stellt. Ich weiß es nämlich noch gar nicht. Ja, hallo, guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich auch. Ich bin gerade ganz perplex, weil das stimmt, dass ja die Information, dass der Untersberg Brückenenergie ist, die kam ja erst jetzt, aber es hat uns ja schon die Brücke von 21.12.12 zum 22.12 gesetzt und war auch da schon eigentlich unsere Brücke ins neue Zeitalter. Richtig, ja. Wenn wir das zurückblickend betrachten und wir die Logik immer wieder sehen, die in diesen Dingen steckt, das ist wirklich beeindruckend, ja, das stimmt. Das heißt, es ist sein Charakter, Untersberg ist Brücken. Ist eine Brücke, wahrscheinlich.
Aus der geistigen Welt wird er auch als der uralte Drache der Göttin bezeichnet, der noch immer tief in seinem Inneren die Schätze der Göttin trägt. Es ist auch sehr, sehr spannend, dass man ja sagt, das habe ich übrigens auch schon in Channelings erfahren, also unabhängig von anderen Quellen, dass der Untersberg in einer direkten Linie mit dem Uluru verbunden ist. Und das heißt, dass er ja auch die ganz alten Informationen der Regenbogennationen mitträgt. Also wir haben auch erfahren, dass er so eine Art Spiegelungsthematik mit dem Uluru hat, weil er genauso wie der Uluru, also in der Ayers Rock in Australien, die uralten Bibliotheken, sprich die Wissensfelder der alten Erde noch halten. Es ist spannend, der liegt doch direkt gegenüber eigentlich auch man vom kann Uluru, sagen, oder? Ja, Wenn man also durchbohren würde, mehr oder weniger, ja, genau. Würde man durchkommen. Und sind diese Megalithen und Monolithen, oder ist der Uluru, ist der gleichzeitig dann ein Monolith oder Megalith und auch gleichzeitig Träger der göttlich-weiblich-göttlichen Energie, kann man das so sagen? Ja, sicherlich. Also es ist ja dieses Thema der Regenbogennationen, die sich da eigentlich immer wieder auch versammeln, treffen, oder eben diese Wissensfelder, die lemurischen Felder, diese weibliche Energie im Grunde genommen, da geht es ja um die Herzensenergie, um die Herzensfrequenz. Und insofern schlägt er natürlich, der Uluru, auch wieder eine Brücke zu dieser heutigen Zeit. Wir haben den Uluru ja schon besucht. Wir durften ja da ein unglaublich tief berührendes Ritual machen, wo wir ja drin waren. Also wir waren ja praktisch in der Göttin drin. Das ist immer sehr schwer zu erklären, weil wenn man es nicht gefühlt hat, das ist überhaupt die Energie der neuen Zeit, mehr das Fühlen zu lernen. Also wenn man es nicht gefühlt hat, ist es ja immer sehr, sehr schwer mit Worten zu erklären, was heißt es, drin zu sein. Und ich glaube, was jetzt halt ganz, ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass wir in diese neue Zeit, in die wir reingehen, mit unseren alten Strukturen nicht wirklich weiterkommen werden. Also wir werden ja im Anschluss hier an diese Vorthematik noch eine Meditation machen. Das hatte ich auch schon angekündigt. Es ist mir heute ein ganz großes Anliegen, das zu tun, weil wir heute eine sehr spezielle Konstellation, eine kosmische Konstellation haben, wo sich eben halt gerade auch Visionen, Wünsche glückvoll manifestieren können. Insofern war das mir heute sehr, ein sehr großes Anliegen, eine Herzensmeditation noch zur Verfügung zu stellen, wo wir uns alle miteinander verbinden können, um diese Klimakonferenz zu unterstützen, die jetzt gerade in Warschau läuft, dass vielleicht mehr das Herz spricht als die Logik und der Verstand. Also es wäre mir heute ein ganz großes Anliegen, also auch wieder heute eigentlich vielleicht ein Brückentag. Und wir hatten ja den Untersberg, als wir im Oktober oben waren, und diese Spirale, also die kristalline Spirale aus Kristallen in den Schnee, wir hatten ja schon Schnee gelegt haben, eigentlich den Untersberg als bisschen so ein bisschen als, wie soll man, Energiehalter gebeten, bis wir uns so weit entwickelt haben, dass wir weitergehen können, die Energie zu halten. Aber ich gebe da nochmal an dich jetzt zurück, weil du hast bestimmt dann noch eine Frage dazu. Ja, das stimmt. Also das ist richtig. Wir hatten ja die Reise in Kreta, wo das Thema der Göttinnenenergie war, und wir hatten keinen Abschluss, weil wir uns in der Form nicht, kann man das sagen, entwickeln konnten, oder? Ja, ich glaube, ich würde es anders nennen. Ich glaube, wir sind ja immer auf diesen Reisen, wo wir ja diese kollektiven Erfahrungen oder auch Themen repräsentieren, ja immer ein Spiegel des Kollektivs. Und für mich war es eigentlich logisch, dass wir da genau hängen geblieben sind und irgendwo nicht weitergekommen sind, weil keiner so recht eine Entscheidung treffen konnte, wie es weitergeht. Wir waren auch ein Spiegel halt eben für unseren kollektiven Zustand im Moment, der ja so ist, dass jeder es eigentlich alles weiß und keiner eigentlich so wirklich in Bewegung kommt, um es zu verändern.
Und ich glaube, dass dieser Klimagipfel halt einfach jetzt auch nochmal so ein Spiegel für uns sein wird. Sind wir in der Lage, dieses neue Bewusstsein wirklich zu integrieren? Mir ist nämlich gestern Abend, vielleicht passt es sehr gut jetzt auch zu diesem Thema hier, mir ist gestern Abend so bewusst geworden, als wir ja in unserer Göttinnengruppe da saßen und dann auch wieder das Thema aufkam, ja, es geht ja irgendwie nicht weiter und es verändert sich ja nichts. Und warum tut man denn eigentlich nichts? Und da ist mir eigentlich so klar geworden, warum es so ist. Weil wir bis jetzt immer, wenn wir uns zum Beispiel auch auf Konferenzen treffen oder wie zum Klimagipfel, ja nur mit unserer linken Gehirnhälfte Das treffen. heißt nur, Männlich, rational, logisch orientiert. Also ohne jetzt hier wieder Männer irgendwie anzugreifen, das hat damit gar nichts zu wir sind tun. alle so, Ich will ja. es einfach nochmal sagen. Also wenn ich hier männlich oder weiblich sage, meine ich weder Mann noch Frau, sondern einfach diese universelle Energie im männlichen, im weiblichen. Aber wir haben eben sehr viel mit unserer, wir leben sehr stark oder fast ausschließlich in unserer rationalen, männlichen, logischen Seite, auch wir Frauen. Also das ist egal, ob wir jetzt Männer oder Frauen sind. Und man kann sich ja vorstellen, wenn sich Menschen treffen, die auf ein Ziel ausgerichtet sind, die dann halt nur rational, logisch an die Dinge dran gehen und das Herz halt nicht spricht, dann werden entweder Lösungen gesucht oder Lösungen verhindert. Kann man denn rational sein, wenn wie zum Beispiel auf den Philippinen Zehntausende Menschen ertrinken, sterben? Kann man da wirklich das ausschließen? Ich glaube, manche können das ganz gut, weil ich glaube, dass viele, die in diesen Positionen sind, ihr Gefühl ausschalten müssen, weil sie vielleicht den Erfolg, den Profit von Unternehmen im Vordergrund halten müssen und damit auf eine gewisse emotionale Distanz gehen. Ich glaube, dass das einfach immer noch ein großes Thema ist. Es gab ja da auch dieses Beispiel von diesem einen Filipino, der, ich habe es nur im Rande, ganz am Rande mitbekommen, der wohl da einen großen Aufruf gestartet hat mit Tränen, also bei diesem Klimagipfel gestern. Und es scheint wohl sehr tief berührt zu haben. Ich glaube, es wird, es ist, ich glaube, dass sich etwas öffnet. Ich glaube, je mehr Menschen auch lernen zu fühlen, also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt hier sitze und im Fernsehen diese Dinge sehe und nebenbei vielleicht noch mein Bier trinke oder noch was weiß ich was esse, oder ob ich wirklich vor Ort in dieser Energie drin bin. Aber je mehr wir eigentlich herausgefordert werden durch diese ganzen Umweltgeschichten auch, vielleicht mehr zu fühlen, mehr zu spüren, mehr wahrzunehmen, werden wir, denke ich, auch mehr auf unsere Rechte, zu unserer rechten Gehirnhälfte finden. Du hast gesagt, viele müssen ihre Emotionen ausschließen, weil sie andere Interessen vertreten müssen. Ist Wollen vielleicht? das auch nicht, macht das nicht krank oder können wir das nicht ertragen? Wenn wir wirklich fühlen würden, könnten wir das noch tun? Ja, wenn wir wirklich die Erde fühlen würden, wären wir gar nicht in der Lage, es so zu so machen. Das heißt, wenn wir wirklich die Erde als Organismus, als lebendiges Wesen wahrnehmen und uns den Organismus der Erde genauso wie unseren Organismus vorstellen, wäre es einfach undenkbar, dass man alles ausbeutet. Aber ich wollte eigentlich wieder auf den Untersberg Ja. zurückkommen, weil sonst schweifen wir hier vielleicht ein bisschen ab, was ich eigentlich gar nicht möchte. Aber ich glaube, es war schon mal wichtig, einfach diese Dinge im Vorfeld zu sagen, um was sich eigentlich das alles dreht. Weil letztendlich, wenn wir also diesen Untersberg, der für mich eine Wesenheit ist, also er ist ja nicht nur einfach ein Brocken von Stein, sondern wir haben ja schon sehr viele unglaubliche Erfahrungen auch mit dem Untersberg erlebt. Also es ist ja immer wieder ein heiliger, also ein heiliger Augenblick, wenn wir diesen Berg betreten. Und er gibt uns so unendlich viel. Ich glaube, das ist vielleicht genau das Thema. Wenn wir unser Herz öffnen, dann bekommen wir unendlich viel. Aber wenn wir da nur als Touristen hinstolpern, was wir ja auch immer wieder erleben, wie die Menschen dann da gestresst an uns vorbeirennen, Sport. ohne sich in irgendeiner Weise da mal
tiefer reinzufühlen, dann werden Sie natürlich das nicht bekommen. Sicher, Sie werden im Rahmen Ihrer eigenen Erfahrungen auch Ihre schönen Dinge mitnehmen. Aber diese tiefe Arbeit, diese tiefe Herzensarbeit, wie wir sie eigentlich immer wieder machen dürfen, ist, glaube ich, für jeden Einzelnen, der dann wieder nach Hause geht, er nimmt ein ganz großes Stück von diesem alten Drachen der Göttin mit. Und es ist für mich wirklich ein sehr, sehr heiliger Berg. Also wir haben ja da schon viele Informationen bekommen, weil wir ja auch immer wieder Göttinnensamen sehen durften, eigentlich glaube ich über die letzten 2, 3 Jahre sogar, also Kristalle, die wir da aussehen durften und die ja im Grunde genommen als Samen für dieses neue Bewusstsein oder auch für unsere gemeinsame Herzensabsicht, das ist ja eigentlich das, worum es geht, die gemeinsame Herzensabsicht da zur Verfügung gestellt haben, dass ich eben das Neue entwickeln darf und dass es durch die Kraft unserer Herzen geschieht. Also für mich ist da eben dieser Untersberg ein ganz symbolischer Platz. Er ist für mich ein weiblicher Platz, wobei er auch männliche Energien hat. Also es ist eigentlich fast, wenn man das so will, sind beide Seiten da. Und er ist für mich sehr, sehr magisch, sehr, sehr mystisch, wenn man sich vorstellt, dass es in diesem Untersberg anscheinend noch viele innere Welten gibt, die noch gar nicht erforscht sind. Es wurde ja in einigen Channelings darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich noch einen ganz großen See im Inneren geben soll. Und natürlich die ganzen Mythen, die sich darum ranken von Kaiser Barbarossa bis ich weiß nicht was, also diese ganzen vielen Sagen, aber auch Erlebnisse, die Menschen gehabt haben. Da gibt es ja Bücher drüber mittlerweile. Also der Rainer Limböck hat ja da auch ein ganz tolles Buch zu Manche geschrieben oder sogar verschwinden, ja. mehrere Bücher. Manche, also es, für mich ist es auch wie eine Art Zeittor. Wir merken das ja sofort, sobald wir diesen Untersberg betreten haben, verliert sich völlig das Zeitgefühl. Also man könnte da Stunden gewesen sein und manchmal sind es ja tatsächlich auch nur, sondern eine ganz kurze Zeit, in der wir so tiefe Erfahrungen, so tiefe Erlebnisse haben, die unsere Seele so tief berühren, dass wir uns völlig außerhalb der Zeit befunden haben, also in einer völligen Zeitlosigkeit. Du hast gesagt, der Untersberg ist sowohl männlich als auch weiblich oder weiblich hat auch männliche Anteile. Ich habe in deinen Unterlagen gelesen, dass die kosmische Energie, nicht die kosmische, dass die weibliche und männliche Energie ja auch im Kosmos existiert, dass beides aus der Quellenenergie ist. Aber während sie im Kosmos Synergien bildet, also sich ergänzt, leben wir männlich und weiblich in Polarität und in Dualität. Genau, Jetzt ist ja der stimmt, ja. Untersberg eine Brücke. Kann man sagen, dass er uns ein Beispiel oder ein Lehrer sein kann, wie man die beiden Energien wieder vereinen kann, wie man die beiden Energien in Synergie leben kann? Ja, sicherlich. Ich meine, wenn er ein Brückenbewusstsein hat, oder ein Brückenbewusstsein hält, dann wird er uns mit Sicherheit stellvertretend lehren. Wir haben ja, es ist ja eine ganz spannende Sache gewesen, als wir auf Kreta waren und eben diese Energie so ins Stocken kam, kam mir dann eine Zeit später spontan diese Idee in Schneitzelreuth, also es ist ja in der Nähe vom Untersberg, der Nähe von Bad Reichenhall, einen Workshop zu machen, um mit dieser Energie weiterzuarbeiten. Also, dass sie jetzt nicht hängen bleibt und wir eben abwarten müssen, was so im neuen Jahr noch alles passiert, sondern wir hatten uns dann spontan entschieden, also ein Teil der Gruppe, an dieser Energie einfach weiterzuarbeiten. Sprich, es war ja dieses Thema aus der Stagnation in die Wandlung. Und da kam dann eben auch von der geistigen Welt das Thema, dass es auf dem Untersberg stattfinden soll. Also wo wir diese Brücke weiter verankern, also ein Dreieck zwischen eben dem Palast von Knossos auf Kreta, dem Schlangenheiligtum von Theaton Orphenon, also dieser Schlangengöttin,
wo wir den allerersten Göttinnen-Vortex gesetzt haben. Wir werden ja gleich nochmal über diesen Vortex sprechen. Dann der Untersberg. Und eben dann als dritte Station Tikal in Guatemala, die ja, also Tikal repräsentiert eigentlich den Austrittspunkt einer weiblichen großen Energiespirale, die das über die ganze Erde strömen lässt. Und wir haben eben den Untersberg mit dem mit dem Heiligtum von Knossos und von Tikal in Guatemala verbunden, haben so ein sehr großes Lichtdreieck eigentlich bilden dürfen. Und dann eben in dieser Weiterführung eben, dass der Untersberg sozusagen unsere Energie hält, bis wir uns also ein Stückchen noch weiterentwickelt haben. Also eher als Trägerenergie. Jetzt haben wir ja auch die Information erhalten, dass der Mensch, wir leben ja in der Dualität, und dass eigentlich in der Dualität sich nichts ändern kann in dieser dualen Frequenz, weil es immer wieder die gleichen Dinge erzeugt und immer wieder im Ping-Pong landet. Ja, es ist ja eigentlich wie eine Schallplatte, ne? Die sich immer wieder, wenn sie hängt, kommt sie immer am selben Punkt wieder aus. Und so sieht das ja auch seit Tausenden von Jahren im Grunde genommen aus. Es wiederholt sich ja immer wieder alles. Es gibt ja auch gar nichts Neues. Wobei man jetzt sagt, durch diese weibliche Energie, also die nächste Energiespirale, die nächste Energiebewegung, nächste Spiralbewegung der nächsten 26.000 Jahre, die sozusagen ein weibliches Äon sind, werden wir in eine neue Schwingung gehen. Das ist genau meine Frage gewesen, was können wir dann tun, weil wenn wir tun und tun und tun und immer wieder auf der Schallplatte die Kreise ziehen, brauchen wir Unterstützung, brauchen wir Hilfe, würde der Mensch das schaffen, was kann jeder Einzelne beitragen? Ja, jeder Einzelne ist ja grundsätzlich schon mal mit dabei und ich habe hier gerade mal noch, muss man gerade mal gucken, eines der Channelings, die wir bekommen haben, jetzt während des Retreats, in Schneitzelreuth. Da wollte ich mal ganz kurz vorlesen, was eine Spezialistin, Iana von Andromeda, uns mitzuteilen hat, was eigentlich eine Spirale ist. Also ein Göttin-Vortex ist ja nichts anderes als eigentlich eine weibliche Spirale. Und ich würde es mal ganz gerne einen Teil davon vorlesen, weil ich sehe gerade, die Zeit läuft auch. Also, der Vortex der Göttin ist eine Spirale, eine dynamische Bewegung, in der sich alles, was im Kosmos in Bewegung ist, widerspiegelt. Auch unsere Galaxien, die Andromeda-Galaxien, sind Spiralgalaxien, sprich Spiralnebel. Sie sind der Ursprung, die Urform, die aus der göttlichen Quelle herausgeschwungen ist, um eine Dynamik zu erzeugen. Aus dieser Urquellenenergie, dieser Urschwingung der Dynamik, hat sich ausstreuend alles Leben erschaffen. Und so werdet ihr immer in lebendigen Systemen die Spirale wiederfinden, sei es in eurer eigenen DSS, sei es in eurer Natur, sei es im Kosmos. Überall, wo Lebendigkeit und Leben entsteht, werdet ihr die göttliche Spirale wiederfinden. Die Spirale, die wir den Vortex der Göttin nennen, basiert genau auf diesem Prinzip. Es ist eine dynamische Energie für die neue Entwicklung des nächsten Äons, denn ohne diese Spirale würde diese Energie nicht ausgelöst werden können. Also das ist das auf deine Frage. Alles bewegt sich in Spiralen, Zyklen bewegen sich in einer Spiralenergie, auch wenn ihr das noch nicht so ganz verstehen könnt. Der Vortex der Göttin ist das Leben selbst, es ist die göttliche Quellenenergie, die in allem steckt, sich in allem bewegt und somit auch diesen Planeten wieder zu neuem Leben erwecken kann. Also damit finde ich, ist die Frage eigentlich perfekt beantwortet, weil was soll man dem noch hinzufügen? Das heißt, wenn wir so auf der Schallplatte immer wieder die Kreise ziehen, braucht es eine dynamische Spiralbewegung, die uns eine Stufe höher schubst. Es braucht schon Schwung, aber ich meine, es braucht den Schwung, aber wir müssen halt auch die Bereitschaft dazu haben, mitzuschwingen. Und da komme ich
tatsächlich noch mal auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Es geht definitiv nur über die Verbindung von Herz und der rechten Gehirnhälfte, also unserer intuitiven, weiblichen, kreativen Gehirnhälfte. Denn diese alten Strukturen, die machen uns schwer und unbeweglich. Also wir haben, merken das ja überall, wo wir hängen, wo wir stecken, wo wir, Träge. obwohl wir vieles ja wissen und obwohl wir genau wissen, dass wir es zu verändern hätten, trotzdem bleiben wir eigentlich sehr, sehr gerne in diesen alten Dingen da hängen, ohne uns weiter zu bewegen. Und erst wenn wir in diesen Gefühl, in dieses Gefühl kommen, die Dinge zu spüren, drin zu sein, in der Energie zu sein, werden wir es verändern können. Also davon bin ich ganz, ganz arg überzeugt. Ja, das ist richtig. Alle wollen eigentlich was ändern, was die Umwelt betrifft. Genau. Beispielsweise, da ist es natürlich am besten zu sehen, auch sich selber zu ändern. Und immer wieder passiert recht wenig im Verhältnis zu dem, was geschieht. Ja. Dann ist da ja eine ganz große Hoffnung, dass wir mit dieser neuen Spiralenergie doch mal weiterkommen. Ich muss noch mal ganz kurz vielleicht einen kleinen Seitenausflug machen. Und zwar, ich habe am Sonntagabend noch mal den Film Avatar gesehen. Ich hatte ja damals schon eine Menge Einsichten eigentlich, wo ich so gesehen habe, dass eben natürlich es genau, was dieser Film ja letztendlich in der Endkonsequenz zeigt, ist ja erstens mal dieses Wiederleben mit der Natur, mit den Dingen in der Energie, also auch vom Herzen her, die Dinge zu spüren und wahrzunehmen. Es symbolisiert auch für mich diese Verbindung mit allen Wesen über diese Energie, wie nennt man das, wie soll ich das nennen? Energiefäden, wenn sie praktisch da ihre Haare, also diesen, den, sie haben ja sehr lange Haare und so geflochtene Zöpfe, aus denen ja unten so Energiefäden Ja. rauskommen, dann eben mit den anderen Tieren verbinden und dann in eine Einheit, in eine Synergie mit denen gehen. Und das war für mich auch so ein Beispiel, wo wir wieder hin gehen dürfen, also dieses wirkliche Drinsein mit dem anderen in einer so tiefen Verbindung, dass man eins wird, also dass man sich total spürt miteinander und im Austausch dadurch miteinander ist. Dann das Zweite war für Das ist mich, doch das, was wir uns wünschen. das ist das, was wir uns wünschen, aber wofür wir uns auch fürchten auf der anderen Seite, weil wir leben ja in einer so individualisierten Welt und jeder ist ja so stolz darauf, ein totales Individuum zu sein, dass er überhaupt sich gar nicht mehr vorstellen kann, vielleicht mit jemand anderem zu verschmelzen. Aber was eben ich halt auch in diesem Film sehe, das ist, sobald die Tränen, also man sich wieder voneinander gelöst hat, ist ja jeder bleibt ja trotzdem individuell, aber in der gemeinsamen Absicht, und das ist jetzt, worauf ich auch dann nachher zu der Meditation wechseln möchten, in der gemeinsamen Absicht des Miteinanderverschmelzens in einem Fokus oder in einer Energie, kann man ja durch diese Gemeinschaft sehr viel mehr erreichen, als wenn man es ganz alleine macht. Ja. Ne? Also es ist ja jetzt, ob das der Drachen ist, mit dem sie dann fliegen, oder ob dieses pferdeähnliche Tier, wo sie dann drauf reiten, wo sie sich ja über diese Energiefäden miteinander verbinden, oder mit dem Baum des Lebens, also mit der Göttin. Es bleibt ja immer dasselbe, sich eigentlich komplett auf etwas einzulassen, mit ihm zu verschmelzen, das andere wahrzunehmen und von dem anderen eben auch wahrgenommen zu werden. Das nächste, was ich noch sehr beeindruckend fand, war ja dann die alte, seine alte Identität tatsächlich auch körperlich zurückzulassen, um komplett rüber zu wechseln halt in diesen sogenannten Avatar-Körper. Also es ist ja auch der Prozess, durch den wir gerade laufen. Und dann jetzt bei diesem letzten Mal, als ich diesen Film gesehen habe, ist mir noch etwas ganz klar geworden, dass dieser Baum des Lebens, er war ein Vortex. Wow. Ein ganz starkes Energie- und Kraftfeld. Auch der Baum war ja wie ein Vortex gebaut. Also es sah auch wie ein Vortex aus. Aber man hat eben auch festgestellt, dass es unabhängig von dem Baum
da ein ganz extrem starker göttlicher, weiblich-göttlicher Vortex war. Und das hat mir so gezeigt, dass eigentlich in diesem Film ganz viel Weisheit drin ist. Und wenn wir ihn lernen zu verstehen, können wir ihn so ein bisschen als Synonym für unsere Gesellschaft auch sehen. Denn der letzte Satz war eigentlich für uns Menschen, die wir dahin kamen, um alles wieder auszubeuten und zu zerstören. Und sie gingen wieder in ihre sterbende Welt zurück. Sie flogen wieder in ihre sterbende Welt zurück. Also sie mussten dann Pandora verlassen, weil sie sich nicht einfügen konnten und die Natur und die Kraft und die Göttin eben stärker war. Also das Herz war stärker als die Gier, als die Ausbeutung, als der Verstand. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Botschaft, ja, die ich heute Abend unbedingt hier ins kosmische Netz und in den Hyperraum setzen möchte. Im übertragenen Sinn könnte man auch sagen, dass wir diese alte Welt sterben lassen müssen, um wieder den Schritt in... Wir müssen unsere eigene innere alte Welt sterben lassen. Ja. Denn wir sind ja, diese Welt in Anführungsstrich da draußen ist ja nur ein Spiegel von uns selbst. Das heißt, solange ich nicht meine eigene innere alte Welt mit meinen eigenen alten Dogmen und eigenen alten Strukturen sterben lasse, im wahrsten Sinne des Wortes, wird das Neue nicht kommen können. Kann ich mich nicht einfügen und verbinden. Genau. Und dann bin ich nicht drin. Also der Göttinnen-Vortex eigentlich als wunderbares Synonym für diese Entwicklung, in der wir gerade alle stecken, unser Herz mit unserer rechten Gehirnhälfte zu verbinden. Du hast gesagt, dass wir uns wieder verbinden. Jetzt ist ja der, um nochmal, der Untersberg, der ist ja zum einen, wurden dort ja alle Megalithen miteinander verbunden, als nach der Zeit der Megalithenaktivierung. Ja. So wie du mir sagtest, sind ja auch die Megalithen ein eigenständiges Informationssystem zwischen Kosmos und Erde, die mehr die männliche Energie repräsentieren. Ja, die haben sich verbunden und jetzt ist ja auch der Untersberg, wurde ja auch die erste Dynamik für den ersten Göttinnenvortex gesetzt. Das heißt, es gibt also zwei Göttinnengitter oder Vernetzungen, die jeweils auch mit dem Untersberg einhergehen. Also man kann sagen, dass eben der Untersberg jetzt gerade speziell für den europäischen Raum, so wie es aussieht, ein sehr, sehr starker Energiepfeiler ist, wird es also für diese neue Zeit. Also ein wichtiger Punkt. Finde ich beeindruckend. Ja, und eben vor allem, weil du sagtest, wir hatten dort die Megalithen verbunden, wir hatten dort das Göttinnengitter vernetzt und die erste Spirale wurde ja auch dort die erste gesetzt. Göttinnenspirale. Also an diesem 22. Dezember 2012 haben wir ja da eine Spiralenergie in Gang gebracht. Also es ist nicht der erste Göttin-Vortex, aber es war ein Öffnungsvortex, der im Grunde genommen diese weibliche Energie in Bewegung gebracht hat, ganz speziell von diesem Platz aus. Und wir haben ja auch schon mittlerweile noch andere Dinge machen dürfen, wie zum Beispiel das Lichtdreieck der Venus zwischen der Isola Madre im Lago Maggiore und der Hagia Sophia in Istanbul und der Grabeskirche in Jerusalem. Seit der Zeit sind ja auch diese Themen wie der arabische Frühling sehr aktiv. Die Frauen, die sich aus diesen patriarchalen Strukturen befreien. Und da ist sehr viel Energie in Bewegung. Also für mich ist das, kann man diese Dinge gar nicht voneinander trennen, sondern sie wirken halt alles sehr, sehr intensiv und stark miteinander. Ich finde es großartig, dass man spürt, wenn Energien gesetzt werden, also wenn Energien gesetzt werden dürfen. Wir machen das ja nicht einfach nur so, weil wir uns langweilen oder weil wir uns was ausdenken, sondern es ist immer eigentlich ein Auftrag. Das Auftragsarbeit nenne ich das so, die Information, die ich dann von der geistigen Welt bekomme und die eben zum Teil eben in Synergie schwingen mit dem, was sowieso auf dem Planeten los ist. Jetzt hast du ja gesagt, der Göttinnenvortex, der
der gibt uns den Schwung, uns zu entwickeln, rauszukommen. Aber wir haben noch nicht genau gehört, was ist denn der Göttinnen-Vortex? Also was ist das, wie können wir das verstehen? Das haben wir eben schon gesagt. Also der Vortex der Göttin ist das Leben selbst. Es ist die göttliche Quellenenergie, aus dem alles geboren ist. Also es ist eigentlich eine Spirale, die Leben erschafft. Ist das eine Schöpferspirale? Man könnte sagen, es ist eine Schöpferspirale, genau. Das heißt, wenn das eine Schöpferspirale ist, dann kann man sich ja vorstellen, dass alle Informationen, die wir jetzt brauchen für diese neue Zeit, in diesem Göttinnenvortex enthalten ist. Und wenn wir uns vorstellen, man hat mir das auch so ein bisschen so erklärt, zwischen der kosmischen Energie und der Erdfrequenz ist er wie so ein Bohrer durch diese dreidimensionale schwere Energie. Das heißt, er verbindet die Urfelder der Erde, die Urinformationsfelder, unter anderem eben auch Lemuria, wieder mit der kosmischen Energie. Und das heißt, dann haben wir auch hier wieder eine Brücke. Also auch der Brückenenergie. Der Vortex ist im Prinzip auch eine Brückenenergie, wenn man das so will. Ja, das stimmt. Und es werden ja jetzt auch in den nächsten Jahren überall Göttinnen-Vortexe aktiviert. Genau. Bilden die auch wieder ein Gitter? Ist das so eine Art Kommunikation? Es wird ein Göttinnen-Gitter im Grunde genommen. Also die weibliche Energie wird verstärkt. Dieses neue Ion ist ja das weibliche Ion. Wie gesagt, hat nichts mit den Männern zu tun, sondern nur mit der als Energie. Sprich, es ist wieder mehr die Intuition gefördert, ist wieder mehr die Kreativität gefördert. Es wird wieder das Miteinander mehr, das bewahrende, erhaltende, nährende Prinzip, wieder mehr die Erde zu achten, die Erde zu respektieren, die Tiere, die Pflanzen, die Mineralreiche, eigentlich diese ganzen Schätze, die wir hier auf dieser Erde haben, mit denen wir so leichtfertig umgehen. Und es wird wieder eine Zeit sein, wo wir uns wieder ganz tief mit dem Herzen von Mutter Erde verbunden fühlen und sie spüren und fühlen und sie nicht mehr ausbeuten werden. Dann wird's Weil wir uns selbst auch nicht mehr ausbeuten werden. Dann wird es auch höchste Zeit, dass wir damit beginnen, denke ich. Ja, wir sind ja schon mit drin. Wenn das heute Abend ein bisschen dazu beitragen kann, dass vielleicht der eine oder andere nochmal über das eine oder andere nachdenkt, das wäre doch eine ganz schöne Sache. Auf jeden Fall. Ja. Hast du denn noch Fragen jetzt zu dem Anfangsthema? Weil wir haben ja gesagt, heute Abend, wir machen ja zwei Teile. Der eine Teil, wo wir uns ja eben mit dem Untersberg und der neuen Göttinnenenergie auseinandersetzen wollten. Und eben denn dieser zweite Teil, den ich heute Abend gern kollektiv zur Verfügung stellen möchte, dass wir ein unterstützendes Energiefeld miteinander kreieren. Also ich habe viel erfahren, mein Gehirn ist gut genährt und jetzt freue ich mich, das auch zu fühlen und mich zu verbinden. Ja, dann wollte ich noch ganz kurz sagen, unsere nächste Reise wird im November des nächsten Jahres sein. Wir werden nach Tikal, Guatemala gehen. Da gibt es ja 5 Tempel. Es war einer der wichtigsten Plätze, auch der Maya in früheren Zeiten. Von ihr aus strömt die Hauptenergie der weiblichen Energie aus und verbindet sich eben in so einer Art Spirale über den ganzen Planeten. Und da werden wir eben im November hinfahren. Also wenn noch einer vielleicht Lust hat, sich angesprochen fühlt, kann er gerne mal auf meine Website gehen, www.galacticnetwork.com. um da eben die neuesten Informationen zu erfahren oder eben halt auch mal einfach mich mal anrufen oder anschreiben. Ja, toll. Ihr lieben Zuschauer, ich hoffe, es ist euch nicht langweilig geworden in der Zwischenzeit, aber ich würde jetzt sehr, sehr gerne in einer Überleitung noch den Text von dem Channeling weiterlesen, um dann euch zu bitten, dass wir uns alle miteinander auf der Herzensebene verbinden. Und wir haben gestern Abend eine wunderschöne Meditation bekommen, die kristalline Spirale im Lotus der Weiblichkeit deines Herzens.
Und da möchte ich gleich von vornherein sagen, das gilt auch für alle Männer. Weil die Weiblichkeit im Herzen gibt es sowohl bei den Männern als auch bei uns Frauen. Und alle sind heute Abend ganz, ganz herzlich eingeladen, sich miteinander zu verbinden, dass wir ein schönes, starkes Feld zur Verfügung stellen. Also wir schicken nichts irgendwo hin, ich halte davon nicht so viel, sondern wir stellen einfach ein neues Feld zur Verfügung und das kann dann da unterstützend wirken, wo es gebraucht wird. Also heute Abend vielleicht, dass wir uns vorstellen, dass es diesen Menschen, die zusammengekommen sind, in Warschau und sich und nun unsere Umwelt in den Händen halten oder in den, dass es mehr in die Herzen geht als im linken Gehirn bleibt. Das wäre wunderbar. Das würde ich mir sehr wünschen. Und dann lese ich jetzt einfach mal den Text weiter, weil ich finde, dass der sehr, sehr schön als Überleitung, also diesen weitere Channeling vom Vortex der Göttin von Jana, der sehr schön überleitet eben zu unserer Meditation. Okay. Also, ich lese nochmal, der Vortex der Göttin ist das Leben selbst. Es ist die göttliche Quellenenergie, die in allem steckt, was sich in allem bewegt und somit auch diesen Planeten wieder zu neuem Leben erwecken kann. Eure dualen Systeme brechen zusammen. Diese sind nicht länger lebensfähig. Die Art und Weise, wie die männlich-rationale Energie euren Planeten zerstört, ihn deformiert und damit an den Abgrund bringt, kann nicht länger weiter bestehen in der Art und Weise, wie sie jetzt besteht. Und so braucht es die Dynamik der göttlichen Quellenenergie, der göttlichen Quellenliebe, um euch aus diesem Dilemma herauszuführen. Dies ist eine große Herausforderung, aber auch eine große Möglichkeit, euch weiterzuentwickeln. Der Vortex der Göttin, der nun an vielen unterschiedlichen Plätzen auf diesem Planeten gesetzt werden darf, wird dabei helfen, die alte, verdichtete, duale Energie in Bewegung zu bringen und die äußeren kosmischen Felder mit den innerplanetaren Feldern des Urbewusstseins von Mutter Erde zu verbinden. Dann lade ich euch alle ein, dass wir im Hyperraum uns im Kreis der vereinten Herzen verbinden. Und zwar stellen wir uns eine wunderschöne, leuchtend rosafarbene Kugel vor, eine Liebeskugel mit der Frequenz von Andromeda. Und wir treffen uns alle zusammen in dieser Kugel. Wir laden alle ein, die heute Abend mit dabei sein wollen, auf der höheren Selbstebene, auch wenn sie physisch nicht dabei sein können, sich uns anzuschließen, dass wir in dieser Energie des 12. November 2013, in dieser Planetenkonstellation, die für die Unterstützung, also die eine große Unterstützung bedeutet, für Projekte, die vom Herzen kommen, dass sie zur Verfügung steht. Und stellt euch vor, dass ihr von Herz zu Herz ein pinkrosafarbenes Licht fließen lasst, sodass wir uns im Kreis der gemeinsamen Herzensenergie, der gemeinsamen Liebe wahrnehmen. Wir visualisieren, dass wir ein neues Feld im morphogenetischen Raum zur Verfügung stellen dürfen für die Unterstützung des Klimagipfels 2013, der gerade in Warschau stattfindet. Die kollektiven Veränderungen, die wir dringend benötigen, werden nur über unsere mitfühlende weibliche Seite, sprich unsere rechte intuitive Gehirnhälfte, in Gang kommen. Das, was bisher eine Weiterentwicklung verhindert hat, ist die Linkshirnigkeit der alten Strukturen, die nur auf Profit, Gier, Logik, Effizienz und Erfolg ausgerichtet sind.
Ich lade euch ein, tief in euer Herz einzutauchen, eure tiefe Liebe für Mutter Erde zu empfinden, euer Herz für die kosmische Liebe zu öffnen und zu spüren, dass ihr ein Zwischenteil zwischen dem Kosmos und der Erde seid. Damit eine wichtige Aufgabe habt. Ich möchte ein Channeling weitergeben von Kuan Yin. Und Kuan Yin spricht mit dir persönlich. Kuan Yin ist anwesend, wir grüßen dich. Wir sprechen zu dir, indem wir zu deinem Herzen sprechen. Der Strahl des Mitgefühls senkt sich genau in diesem Augenblick in dein Herz und öffnet dein innerstes Wesen. Es öffnet das innerste Wesen deiner Weiblichkeit. Wie fühlt sich dein innerster Kern an? Dein weiblicher Kern? Spürst du dich im Zentrum deiner Weiblichkeit, auch wenn du ein Mann bist? Ganz besonders, wenn du ein Mann bist, spüre tief in dir die Qualitäten der weiblichen Energie. Atme tief und ruhig in dein innerstes Zentrum ein, in dein Herz. Schau, durch wie viele Schichten du atmen musst, um zu diesem innersten Kern zu gelangen. Ist es für dich leicht, ins Zentrum deiner inneren Weiblichkeit zu kommen? Oder gibt es viele verschlossene Türen? Spüre, durch wie viele Schichten dein Atem hindurchgehen muss, um dieses innerste Licht deiner inneren Weiblichkeit zu wecken. Wenn du in dieses innerste Licht eingetreten bist, wirst du einen wunderschönen Lotus sehen. Es ist der Lotus deiner Weiblichkeit. Spüre diesen Lotus in deinem Herzen aus feinem goldkristallinen Licht. Und lenke deinen Fokus in diesen Lotus in deinem Herzen, aus dem eine kristalline Spirale strömt. Von deinem Herzen zum Herzen von Mutter Gaia und zum Herzen der großen Göttin, dem weiblichen Aspekt der Schöpferenergie im Zentrum der Galaxie. Spüre, dass du ein Teil davon bist und dass du einen wichtigen Beitrag leistest, nur dadurch, dass du hier in einem physischen Körper bist, denn du nährst diesen Planeten mit deiner weiblichen Energie, auch wenn du ein Mann bist. Aktiviere nun deinen Lotus im Herzen mit den beiden kristallinen Lichtspiralen aus deinem Herzen zum Zentrum des Herzens von Mutter Gaia, ins Herz der großen Göttin im Zentrum der Galaxie. Verbinde dich nun mit allen Menschen auf dieser Erde, und zwar mit ihrem weiblichen Aspekt, auch bei den Männern.
spüre, wie diese Energie aktiv wird, wie sie beginnt in deinem Herzen zu vibrieren und zu schwingen, wie du weit und groß wirst und dein Herz tief berührt ist von dieser liebevollen Gemeinschaft. Binde dich nun auch mit den Tier- und Pflanzenreichen, den Mineralreichen. Ehre sie und wertschätze sie. Lade sie in dein Herz ein, damit du dich in deinem Alltag erinnerst, sie immer zu spüren und zu ehren. Verbinde dich nun mit allen weiblichen Plätzen dieser Erde und spüre, dass dieser Planet weiblich ist und dass du die wichtige Aufgabe in dieser Inkarnation hast, die weibliche Energie wieder zu manifestieren. Sprich die Liebe, die Hingabe, die Fürsorge, die Kreativität, die Intuition. Spüre das Mitgefühl und die Hingabe für alle Wesen dieser Erde in dir wächst. Und spüre, wie du dabei selbst wächst. Spüre, wie der Lotus in deinem Herzen beginnt zu strahlen. Und wie er größer wird und sich ausdehnt. Spüre, wie sich dein Lotus im Herz mehr und mehr öffnet und wie aus dem voll erblühten Lotus, aus jedem einzelnen Blütenblatt, ein strahlendes Licht ausstrahlt, das sich mit dem strahlenden Licht der Lotusblüten der anderen Menschen verbindet. Aus diesen Strahlen heraus erschafft ihr gemeinsam ein neues Gitternetz, das diesen Planeten umhüllen wird. Lass dir einen Augenblick Zeit, es zu visualisieren, wie du dieses göttliche Gitter mit erschaffst aus deiner Herzensliebe. An ganz zentralen und wichtigen Punkten dieser Erde, an weiblichen Plätzen, werdet ihr dieses Lichtgitter verankern durch einen wunderschönen weiblichen Vortex, die göttliche Spirale, die Leben erschafft und Neues kreiert. Spüre, wie dieses Licht aus deinem Herzen herausströmt, sich über die Blütenblätter deines voll erblühten die Blütenblätter deines voll erblühten Lotus in deinem Herzen ausbreitet und sich mit den Lichtstrahlen aus den Herzen der anderen, mit denen du verbunden bist, kreuzt, sodass das neue Gitter entstehen kann. Lass dir einen Augenblick Zeit, es zu fühlen. Immer da, wo dieses Gitter verankert wird, wird göttliches Bewusstsein gesät. Durch die Verbindung deines eigenen Vortex aus deinem Lotus im Herzen heraus, aus dem innersten Kristall deines Herzens, bist du mit der Weisheit von Mutter Erde und der Weisheit der großen kosmischen Urmutter verbunden. Und du speist diesen Planeten mit göttlicher Weisheit. Lass dir einen Augenblick Zeit, das zu spüren. Spüre deine Kraft, deine Stärke, deine Macht als Schöpferbewusstsein.
in der Erschaffung des neuen Göttinnengitters, in der Manifestation der Spirale der Göttin an wichtigen Plätzen dieses Planeten werden die Impulse für eine neue Entwicklung in der Geschichte des Planeten gesetzt. Ihr habt die Ehre, daran teilzunehmen und ein Teil zu sein. Fühlt die Ehre. Atmet nun ruhig und tief in das Zentrum deines Herzens, den Lotus in deinem Herzen, und spüre die Liebe der großen Urmutter der Galaxien für dich, wie sie durch dich hindurch in das Herz von Mutter Gaia fließt, um sie zu küssen und ihren großen Gebärprozess zu segnen. Spüre dann, wie die Liebe der großen Mutter aus dem tiefen Erdenschoß zu dir und durch dich hindurch zur großen Urmutter zurückfließt, um sie zu ehren, zu lobpreisen und ihr zu huldigen. Denn Mutter Gaia ist ein Kind der großen Urmutter, so wie ihr alle die Kinder von Mutter Gaia seid. Breitet den Lotus in eurem Herzen aus. Fühlt eure Weiblichkeit, auch ihr wunderbaren Männer. Denn sie ist in diesem Lotus eures Herzens manifestiert. Lasst nun über die Strahlen aus den Blütenblättern des Lotus die Energie hinausströmen, über euren gesamten Planeten, um euch dann mit allen Frauen und Männern dieser Erde, die mit euch das Göttinnengitter weben, zu verbinden. Hüllt euren wundervollen blauen Planeten dieses kostbare Juwel mit eurer Herzensliebe ein und fühlt, wie wertvoll dieser blaue Planet ist. Lasst euch einen Augenblick Zeit, die Energie der Erde zu spüren, die Kostbarkeit. Er ist kostbar. Kostbarer als jeder Edelstein, den ihr kennt. Brillant und strahlend, herrlich anzusehen. Spürt die Liebe von Mutter Erde für alle ihre Kreaturen. Wenn auch nur eine verloren geht, wird ihr Herz traurig, denn sie liebt ihre Kinder. Auch euch. Werdet erwachsen. Geliebte Frauen und Männer dieser Erde, wir legen dieses kostbare Juwel in eure Herzen. So wie ihr eure Kinder umsorgt, sie hütet, streichelt und liebt. Und wie ihr nur das Beste für sie wollt, damit sie wachsen können. So liebt euch auch eure Erde, eure wundervolle große Mutter. Spürt, dass ihr in diesem Augenblick Liebe seid. Verbunden mit all den vielen anderen auf dieser Erde, die sich genauso wie ihr berufen fühlen, diesen Planeten zu schützen und zu ehren. Inahana ist anwesend, wir segnen euren wundervollen Lotus im Herzen und damit eure gemeinsame
Liebesfähigkeit, die Fähigkeit, ein neues, liebendes Gitter für diese Erde zu erschaffen, indem wir alle wieder zu unserem Ursprung zurückkehren können. Zwar individuell, jeder in seiner Einzigartigkeit, jeder in seiner ganz speziellen Art, die ganz einzigartig ist. Und dennoch in dem Respekt und der Achtung und der Anerkennung für den Nächsten, für den anderen, in der Gemeinschaft. Diese Vision wollte ich mit euch teilen heute Abend. Von meinem Herzen zu eurem Herzen, von meinem Lotus zu deinem Lotus, aus meinem Lotus ins Herz von Mutter Erde, aus meinem Lotus ins Herz der kosmischen Urmutter, über die kristallinen Spiralen, aus meinem Lotus im Herzen. Mit dem Ausströmen meiner Liebe über die Blütenblätter meines Lotus erschaffe ich mit dir gemeinsam das neue Lichtgitter der Liebe für diese Erde. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass dieses neue Lichtgitter alle berühren kann, alle berühren wird. Und dass der Wandel im Bewusstsein bereits begonnen hat, in diesem Augenblick. Von ganzem Herzen möchte ich der geistigen Welt danken, die uns immer wieder mit diesen unglaublichen Informationen segnet. Das war ein Zusammenschnitt von unterschiedlichen Channelings von Iana, Ina, Hana und Kuan Yin. Ich danke euch sehr, dass ihr alle mit dabei seid. Wir verbinden uns nochmal im Kreis der vereinten Herzen in einer starken gemeinsamen Herzensabsicht. Alle, die sich für die Umwelt einsetzen, die für den Wandel vielleicht sogar mit ihrem Leben stehen, zu unterstützen. Ich möchte die Menschen auf den Philippinen ehren, ihnen unsere Wertschätzung geben, dass sie das übernehmen für uns, denn wir haben Anteil daran, dass diese Stürme immer stärker werden. Es ist unsere Verantwortung, das zu übernehmen, denn sie leben das aus, was wir hier durch unseren Luxus nicht bereit sind zu übernehmen. Auch die Tiere und die Pflanzen, von denen niemand spricht, möchte ich ehren. Denn es sind auch bestimmt sehr viele Tiere umgekommen und auch Pflanzen. Ja, danke, dass ihr alle mit dabei seid. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und ich gebe nochmal an die Cornelia. Hast du noch eine Frage? Nein. Nein. Ich bin sehr berührt. Danke auch dir. Okay, danke schön. Dann gebe ich zurück zu dem Cheat und danke ihm auch, dass er das heute Abend wieder ermöglicht hat, trotz der Schwierigkeit der Technik. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.